So in this meditation, in dieser Meditation üben wir etwas. Wir gehen durch die Erfahrungen des Todes und wenn wir den Kristall erreichen, und dann verbringen wir etwas Zeit mit der Leerheit. Und wenn wir den Teil erreichen, wo wir sagen, das bin ich, was der Dharmakaya ist, der Dharmakörper. Das ist echt total cool, wenn du den Dharma-Körper um 8:30 erreichst. Um 8:30 und eine Sekunde, dann kreierst du den Paradieskörper mit diesen fünf Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist was? Die erste definitive Eigenschaft. Du hast diese 112 Zeichen. Wenn ihr zum Kamala Shila Retreat kommt, gehen wir durch all diese Zeichen. Ich habe noch nie irgendjemand alle unterrichten hören. Und ich habe den Text gestern Nacht fertig gemacht. Ich sag's nur, weil das chinesische Team es noch übersetzen muss. Es sind 40 Seiten. Und das wird echt Spaß. Wir praktizieren diesen besonderen Moment. Das bin ich. Bup, und dann habe ich den Körper. In der Minute, wo du sagst, das bin ich, und in der nächsten Sekunde bist du, wow. Paradieskörper. Der Körper auf der Erde kannst du jederzeit aussenden. Ich glaube, ich warte bis um 9, bis ich nach Los Angeles gehe. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Das ist eine andere Entscheidung. In dieser Meditation gehen wir durch den Tod bis zum Kristall. Und im Kristall tun wir vier Dinge. Und wenn wir den Dharma-Körper angucken und sagen, das bin ich, und das praktizieren wir. Ich möchte, dass ihr mit zwei Anzeichen startet. Dem Rad des Dharma in eurer Handfläche. Es ist kein Tattoo. Es ist dreidimensional. Also es steht von der Handfläche auf. Aber es ist nicht so, dass drückt. Es ist immer noch angenehm in der Hand. Es fühlt sich nicht an, wie ein Kuhhorn zu halten. Es ist wirklich, das Rad ist auch weich. Du kannst dieses Zeichen hier fühlen. Wenn du deine Augen schließt, kannst du es fühlen, aber es ist sehr weich. Auf beiden Händen. Wenn du willst, könnt ihr es auch auf beiden Fußsohlen vorstellen. Es gibt viele unterschiedliche Zeichen. Das erkläre ich euch dann später. Zur gleichen Zeit das Zupu am Anya-Chakra. Das ist eine kleine Erhöhung. Silberfarben, guckt wie Silber aus und nicht besonders groß, vielleicht einen halben so groß wie eine Olive, wie eine halbe Olive. Und das ist sehr, sehr schön, wenn ihr euch das vorstellt. Das ist genau der Punkt, wo die indischen Frauen ihren Punkt tragen. Es gibt ein Chakra hier und das, im Chakra ist ein Bindu, ein Tropfen. Und ich möchte, dass ihr diese beiden praktiziert. Ihr habt bereits einen Tropfen hier. Manche haben hier ein Mal. Ein
Ein Kind aus unserer Gruppe hat ein Kind geboren, das wirklich hier ein angeborenes Mal hat. Also ihr habt diesen Tropfen bereits hier. Also wenn ihr euch in der Meditation drauf konzentriert, sollte sich eure Konzentration ändern. Du kannst dir auch vorstellen, dass du durch diesen Punkt atmest. Das ist eine sehr gute Praxis. Wir gehen durch den Todesprozess, erreichen den Dharmakaya, sagen, das bin ich, und dann bumm, nach einer halben Sekunde, wow, cool, besser als ein Tattoo. Du kannst es spüren, weil ihr werdet es haben, du weißt es. Jeder kennt seine Zukunft ein bisschen und ihr spürt es bereits auf eurer Hand. Und ich möchte, dass ihr euch daran gewöhnt. Und es wird euch dabei helfen, ein Buddha zu werden. Und vergesst nicht das zwischen den Augenbrauen. Nochmal schneuzen. Gehst über das Land. Und in der Ferne kannst du die Fata Morgana sehen. Langsam gehst du auf sie zu. Du bist ganz nah an der Fata Morgana.
gehst durch die Fata Morgana hindurch. Auf der anderen Seite bist du von Rauch umgeben. Gehst immer weiter. Plötzlich siehst du Funken im Rauch. Du gehst immer weiter. Dann ist da diese unbewegliche Kerzenflamme. Du gehst auf sie zu. Es wird immer größer und größer. Dein Geist wird immer kleiner und kleiner. Dann gehst du durch die Flamme hindurch. Auf der anderen Seite ist es dunkel, aber am Horizont siehst du, wie der Tag anbricht. Gehst du auf das weiße Licht zu. Es ist sehr still. Bald bist du von diesem Licht umgeben, weißes Licht. Du gehst weiter.
Als nächstes kommt das rote Licht am Horizont, wie ein Sonnenuntergang. Du gehst darauf zu. Du bist von Rot umgeben, eingehüllt. Gehst immer weiter. Dann ist alles dunkel, schwarz. Und das Schwarz wird immer dunkler, tiefschwarz. Sehr still, ganz ruhig. Tieferes Schwarz. Wie am Ende eines langen Tunnels wird plötzlich alles kristallin, klar und kristall. Und dann denkst du, wie viel von dem kommt von mir? Ist die Fata Morgana von mir gekommen? Habe ich den Rauch erzeugt? Kommt alles aus meinen Samen? Kleine Bildchen, die aus den Samen aus meinem Geist entspringen. Das kommt nicht von Bildern aus meinem Geist. Und da sollte nichts übrig bleiben. Es wird immer kristalliner. Und du verstehst, das ist die Leerheit, die Höhe. Die höhere Realität, so fühlt es sich an. Wie viele Dinge kommen nicht von mir? Totale Stille. Alle deine Chakras sind offen. Das Prana fließt ganz sanft im Zentralkanal. Und du empfindest Glück. Du verstehst die Emptiness ganz klar. Und dann sagst du, wenn ich das sein könnte,
dann wäre ich ein Buddha. Und dann könnte ich den Menschen wirklich helfen, in vielen Welten, in allen Welten. Ich werde diese Leerheit sein. In diesem Moment fühlst du auf deinen Händen, dein Körper verändert sich und die diamantenen Räder mit 8 Speichen erscheinen auf deinen Handflächen. Genieße das Gefühl. Die Räder sind Teil deiner Haut. Und dann erscheint auf deiner Stirn. Versuch, diesen Punkt zu finden, wo das Prana sich sammelt. Du kannst unterschiedliche Stellen auf deiner Stirn ausprobieren. Konzentriere dich auf unterschiedliche Stellen. Und es sollte zwischen deinen Augenbrauen sein. Vielleicht 1 Zentimeter drüber. Manchmal musst du auch ein Stück nach innen gehen. Ein paar Millimeter, vielleicht 1/2 Zentimeter. Versuch, den Punkt zu finden. Und stell dir dort eine halbe Silberkugel vor. Und durch diese Kugel atmest du. Der Atem kommt nicht mehr durch die Nase, sondern durch die Stirn. Hier entspannen wir ein paar Minuten. Das ist der letzte Schritt. Atme durch die Stirn und manchmal spür auch die Räder auf deinen Handflächen.
Dann komm zurück zum Atem. Drei tiefe Atemzüge. Mit jeder Ausatmung teilst du das gute Karma mit anderen Menschen. Und dann kannst du langsam deine Augen wieder aufmachen. Streck dich. Wir machen im Lamrim weiter. Es ist wahrscheinlich das Karma, weil sie im Retreat sprechen. In meinem 3-Jahres-Retreat haben die Leute angefangen, sich mimisch zu verständigen und danach fangen sie das Flüstern an. Es sollte total still sein im Retreat, nichts. Die Idee ist, nicht zu reden. Wir sind bei Yang Song Ki. Wir sollten uns immer bewusst sein, jeden Tag, dass wenn wir nicht vorsichtig sind, dass wir an einem schlechten Ort enden werden. Im Moment denken wir, oh, unsere Dusche ist schlecht, weil die von Gelse ist nur 1 Meter hoch. Ich kann meinen Bauch damit duschen. Wir haben das Gefühl, dass die Dinge nicht perfekt sind, aber es könnte schlechter sein. Wir könnten in der Hölle enden und dann ist die Dusche zu hoch. Warum haben sie es so hoch angebracht? Also immer, wenn du rumläufst und dir geht schlecht, dann kannst du zu dir selber sagen, oh, ich könnte auch in der Hölle sein. Es gibt immer schlimmere Dinge. Mein Vater hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Und ich glaube, er war 17 und er war bei der Marine. Und er war in einem U-Boot und die sind sehr gefährlich und sehr klein und viele von den U-Booten sind einfach verschwunden.
Und er hat gesagt, er hat sich darüber beschwert, dass er keine schönen Schuhe hatte. Und dann hat er jemanden gesehen, der seine Beine verloren hat. Und dann hat er gesagt, okay, vielleicht sind meine Schuhe ganz okay. So sollte es sein. Macht euch das die ganze Zeit bewusst. Ja, ich habe Probleme mit jemandem oder ich verdiene das Geld, was ich eigentlich erwarte. Oder ein Teil von meinem Körper tut weh. Aber es könnte so, so viel schlechter sein. Und es ist nur ein Atemzug, der euch davon trennt. Also uns geht es eigentlich ganz gut. Euer Leben ist nicht so schlecht. Und Ananda hat eine Schwester und sie hatte zwei Söhne. Und sie hat beschlossen, sie Maut Gaya Yama zu geben, einen der großen Schüler vom Buddha. Bevor ich es vergesse, diese Statue, das ist das Gesicht meines Lehrers, Ken Rinpoche. Und ich möchte der russischen Gruppe danken, dass sie sie machen haben lassen und hierher gebracht haben, Anton und Elisabeth. Sie haben sie im Flieger getragen und die Sicherheitskontrolle war echt ganz schön neugierig. Und auch die wunderbare Statue von der chinesischen Gruppe hat einen eigenen Sitz im Flugzeug bekommen. Und Ken Rinpoche wurde von einem wunderbaren Bildhauer in Russland gemacht. Er hat sehr viele berühmte Leute, eine Skulptur gemacht. Er hat mich gefragt, ob er mich abbilden darf. Und dann habe ich ihn gebeten, meinen Lehrer zu machen. Und sie ist sehr schön, sie ist sehr schwer. Er war auch sehr schwer. Das Sanskrit-Wort für die Wurzel vom Wort Guru ist schwer. Deswegen ist es auch so schwer, rumzutragen. Ananda Schwester hat ihre zwei Jungen zu Nanga Mangal gegeben und hat gesagt, mach bitte gute Menschen aus ihnen. Dieses Stepa Kautang Dada machen wir hier ein Wörterbuch eintritt. Das heißt, jemand zu etwas hinweisen. Oft heißt es, deinen Geist auf etwas zu konzentrieren, aber in diesem Fall heißt es, dreh die Jungs zu guten Menschen um. Aber das waren faule Typen und die wollten nicht studieren. Dann hat er gesagt, ich habe diese beiden Jungs über, die studieren nie. Wir machen jetzt mal einen Ausflug in die Hölle. Also wenn du glaubst, dass Bücher studieren schlecht ist, dann lasst uns mal einen Ausflug zur Hölle machen. Und er hat sie dorthin mitgenommen. Und plötzlich wurden sie ganz ernsthafte Mönche. Pabonka Rinpoche hat gesagt, wir sollten diese Form des Bewusstseins des ganzen Tag aufrechterhalten. Und dann bekommen wir echte Buddhisten, wir werden besser meditieren, wir werden besseres Yoga machen und wir werden besser studieren, weil es uns davor beschützt, an diese Orte zu gehen. Und sie sind immer ganz nah. Jetzt haben wir das Gebäude in Sedona fertiggestellt. Ihr seid eingeladen, am 5. November zum Tag der offenen Tür zu kommen.
die Straße zwischen meinem Haus und dem College ist sehr eng und sie hat eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Die Cowboys aber trinken immer Bier. Eines Tages, Anatole und ich saßen im Shop von der Tankstelle. Und da haben wir gesagt, lass uns mal zählen, wie viel Bierdosen in der nächsten Stunde hier getrunken werden. Und es waren über 400. Und dann gehen die Leute raus und setzen sich in ihr Auto und fahren damit. Und ein Auto ist ein wunderbarer Platz, um darin zu sterben. Es passiert so unerwartet. Plötzlich bist du tot. Und wenn du dir das bewusst machst, dann setzt du deine Prioritäten richtig. Und dann hat Babanka Rinpoche den Unterricht des Tages nochmal zusammengefasst. Vergesst nicht, dass dieses Buch aus einem Vortrag entstanden ist, der 1921 gehalten wurde, 24 Tage lang. Und er hat die Punkte des Tages wiederholt und nochmal wiederholt. Das ist eine Tradition, dass wenn du einen Vortrag hältst und wenn du ihn hörst, solltest du ihn dir dreimal angucken, bevor du zur nächsten Klasse gehst. Also gestern haben wir die vier Körper gemacht. Und wenn du ein ernsthafter Student bist, der sich der Hölle bewusst ist, würdest du versuchen, vor der heutigen Klasse sie dreimal zu wiederholen. Du musst da keine Stunde damit verbringen. Aber einfach guckst dir während dem Frühstück nochmal an. Und damit haben wir den 11. Tag beendet. Also wir haben 23 Tage Retreat, 23 10-Tages-Retreats und wir sind nun halb durch. Ich hatte das Great Lam Rim Chenmo, werde ich am Ende hinzufügen. Und da ist ein Teil Leerheit sehr wichtig und auch Meditationsanweisungen. Also das werde ich am Ende dann auch noch machen, also wird es wahrscheinlich doch ein bisschen länger dauern. Also wir sind nun fast zur Hälfte durch. Wie viele Jahre haben wir? 6 Jahre. Vielleicht insgesamt 8 oder 9 Jahre. Wenn ich nicht als Hund wiedergeboren werde. Wollt ihr jetzt die ganze Geschichte von den zwei Jungs hören? Ja. Deswegen dauert es so lange, bis wir fertig sind. Ich habe sie für euch rausgesucht. Es ist von Vinaya Vastu. Das ist das Hauptbuch von Lord Buddha, wie man ein Mönch oder eine Nonne ist. Und es ist das erste Buch im Kangür. Ich konnte mich leider auf die Klasse nicht wirklich super vorbereiten, weil wir das Feueroffering hatten und ich auch noch Kamala Shila vorbereiten musste. Die zwei Jungs von Anandas Schwester hatten Rabduchung. Das heißt, die siebenjährige Mönche, die haben noch keine Gelübde. Also die können Roben tragen und im Kloster rumrennen. Das ist unser Telefonsystem. Und die verbringen den ganzen Tag damit, nichts zu tun. It seems that I
Ich kann es nicht wirklich gut übersetzen, aber ich glaube, es heißt, sie hatten vor etwas Angst, vielleicht einen Autounfall, also irgendetwas, wie sie sterben könnten. Und dann haben sie plötzlich darüber nachgedacht, als was sie wiedergeboren werden. Und da hatten sie nun plötzlich Angst bekommen. Und dann haben sie zu sich selbst gesagt, vielleicht passiert mir das heute und dann würde ich heute sterben. Und dann haben sie nach jemandem gesucht, der ihnen helfen kann. Und dann sind sie zum Mönch Mongayama gegangen und er hat gesagt, und dann sagte er, ich zeige euch etwas, und dann hat er ihnen die Höllenbereiche gezeigt. Und dann hat er sie gefragt, siehst du, was ich sehe? Und dann sagten sie, ja, Arya, wir sehen. Was seht ihr? Wir sehen die Höllenbereiche. Was passiert da? Zwei der Kinder sagten, oh Onkel, die Menschen schneiden sich gegenseitig auf, die schneiden gegenseitig ihre Körper auf, sie schlagen sich gegenseitig, sie reißen sich gegenseitig auseinander. Einigen wird die Haut abgezogen, manchen werden aufgehängt. Manche werden in brodelndes Eisen geschmissen. Und dann haben sie zwei große Töpfe aus Eisen gesehen, die leer waren. Niemand war drin. Sind die für uns? Wir möchten da lieber nicht hingehen. Und dann hat er gesagt, die sind für euch bereit, aber wenn ihr da nicht hingehen wollt, dann studiert ernsthafter. Und dann wurden sie sehr fleißige Mönche. Dann wurden sie Gezu, die Novizengelübde, 36 Gelübde. Und dann haben die Jungs echt Werbung gemacht, damit man studiert. Und jedes Mal, wenn sie faule Kollegen hatten, haben sie ihnen erzählt, was sie gesehen haben und warum sie studieren sollten. Und eines Morgens, als sie aufwachten und sie sich daran erinnert haben, was sie gesehen haben, dann konnten sie kein Frühstück essen. Und wenn sie sich nicht an die Hellen vor dem Frühstück erinnert haben und sie haben das Frühstück gegessen und wenn sie sich dann Nachmittag daran erinnert haben, dann haben sie das Essen wieder erbrochen. Und dann sind sie sehr dünn geworden und sehr weiß. Und sie sind echt fast gestorben. Und dann hat Ananda zu Mount Gayayama gesagt, hey, du hast echt einen guten Job gemacht. Okay, jetzt wollen wir sie ein bisschen aufheitern. Also ihr solltet nicht so weit gehen. Buddhismus ist der mittlere Weg. Werdet nicht verrückt darüber. Ich habe in
in Diamond Mountain viele Menschen gesehen, die aus vielen Orten gekommen sind, like Gongcho, Menko, und die sind alle aufgeregt und ich werde in der Kabine bleiben, für immer. Nach 3 Tagen hören sie auf. Auf Englisch heißt es, die die Schnecke schlägt den Hasen. Ein Schritt nach dem anderen. Unser Dharma sollte so sein. Ein Schritt nach dem anderen. Und wenn jemand sagt, dann nickst du einfach nur und machst einen Schritt nach dem anderen. Und der Hase zoom und dann wird er müde und hört auf. Und am Ende schlägt die Schildkröte Swami Shivananda. Du solltest wie ein Esel sein. Beständig. Und wenn die Menschen bla 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 machen, dann sagst du einfach, okay, ich mache meine Praxis. Ein bisschen Yoga jeden Tag, ein bisschen Meditation jeden Tag und hör nie auf. Wie ein Esel. Ich hatte einen Esel. Als ich ein Junge war, hatten wir einen Esel, um in der Wüste Dinge für uns zu tragen. Du kannst sie schlagen und sie gucken dich einfach an. Und du sagst, mach, mach, mach hin. Und du belädst sie, um zum Camping zu gehen. Und du schlägst sie mit dem Stock. Und sie gucken und machen einen Schritt nach dem anderen. Wir müssen so sein. Werdet nicht, lasst so begeistert. Und du wirst sehen, wie Geshe Michael sich in der Nase bohrt und dumme Dinge tut. Und dann hörst du auf. Ich bin menschlich, ihr seid menschlich. Wir machen so gut, wie es uns möglich ist. Und dann, so werden wir ein Buddha. Das ist der Weg. Nicht Budu-du-du-du-du-du-du-du. Jeden Tag meditiere, mach dein Yoga. Studiere ein bisschen. Shanghai Leseclubs sind die besten. Und jetzt sind wir beim 12. Tag. Wir machen schon noch eine Pause. Ist euch schon warm? Sie sitzt vor der Klimaanlage. Jeden Tag, er hat dieses Buch 500 Menschen gelehrt. Das haben sie ohne Elektrizität in 5 Tagen gemacht. Während der Debatte haben Menschen zu mir gesagt, ich hör nicht, was die anderen sagen, es ist zu laut hier. In unserem Kloster wären 1000 Menschen hier drin und du könntest nichts hören. Und deine Stimme ist fertig hinterher. Und dadurch wird deine Stimme stark und dadurch wirst du ein besserer Lehrer. Es ist eigentlich ein Grund für diesen Lärm und du lernst dich zu konzentrieren. Es ist hinter jedem Ding steckt ein Sinn. Wir wollen aus euch Lehrer machen und wir erfüllen unsere Aufgabe gut. Und jeden Tag zitiert er ein paar inspirierende Worte von seinem Lehrer Tsongkhapa. Die Chance zu bekommen, die du jetzt hast hier in Diamond Mountain, ist ganz, ganz selten. Und du lebst nicht ewig. Es ist schwer, hierher zu kommen. Und dein Leben ist kurz. Du kannst nicht oft hierher kommen. Also gewöhne dich daran.
Adam. Ja. Wir sollten einen Eintrag für Namche machen. Du wirst das nirgendwo anders sehen. Namche heißt, du hast großes Interesse für die Dinge dieses Lebens, für ein Auto oder neue Schuhe, etc. Ich brauche sie. Und dann habe ich gehört, da gibt es ein neues Parfüm auf Zafara. Es ist toll, wenn ihr ein gutes Parfüm habt. Es ist gut, wenn ihr schöne Schuhe habt. Und ich mag auch ein gutes Auto. Aber trenn ein bisschen von deinem Leben ab, das deine Praxis ist. Es ist schlecht, ein schlechtes Auto zu haben, weil du mehr Zeit mit deinem Auto verbringst, wenn es dauernd kaputt ist. Es sollte nett sein. Wenn du wie ein Buddha sein willst, dann musst du dich ab und zu aufdonnern und tanzen. Du solltest ab und zu cool sein. Wenn ihr am 5. November kommt, dann müsst ihr euch wirklich, wirklich gut anziehen. Das ist toll, aber nehmt es nicht zu wichtig. Es wird nicht lange andauern. Du solltest jetzt ein gesundes Leben haben. Du solltest aber auch ein sehr gesundes, zukünftiges Leben pflanzen. Wenn du stirbst, solltest du dich um alles gekümmert haben. Und dann hat uns der Lama gebeten, bitte erinnert euch, warum ihr hier sitzt. Erinner dich daran, warum bist du hier? Warum machst du das ACIP-Projekt? Warum hängst du Diamond Mountain rum in einer kleinen Kabine und putzt Klos? Manchmal musst du innehalten und dich daran erinnern. Du willst, dass die ganze Welt erleuchtet wird. Du musst dich daran erinnern, warum du es tust, weil sonst hörst du auf, wenn es schwierig wird. So wie Tahia, die ist echt wie Uhu. Je schwieriger das Leben wird, umso stärker wird sie. Erinnert euch manchmal daran, warum ihr das alles macht, DCI, wenn ihr müde seid. Nee, 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 nee. Dann grinst du. Okay. Ich möchte all diese Menschen retten. Ich erinnere mich dran. Und dann hat er ein paar Themen wiederholt. Das heißt, umgangssprachlich auf Tapetes Sabche. Das ist die Übersicht von dem, was wir bisher gemacht haben. Die Tierbereiche, die Höllenbereiche, wie man stirbt und all die Dinge. Es gibt eine wundervolle Übersicht über Slamrim, die Menschen auswendig lernen, wenn sie Zeit haben, zum Beispiel im Retreat. Alle Schritte zur Buddhaschaft. Wenn ihr sie wollt, dann gebe ich sie euch. Das erste Thema ist Tod. Wir leben nicht ewig. Und dann gibt es nur zwei Wege, die ihr gehen könnt. Aufwärts oder abwärts. Rauf oder runter. Also hat der Lama wiederholt, wie unangenehm es ist, wenn ihr runtergeht. Adam, wir sollten das hinzufügen. Es heißt wiederholen. Wenn deine Meditation in diesem Retreat gut war, dann sagst du zu dir, ich werde diesen Leihwagen jetzt benutzen. Du hast zwei Auswahlen beim Leihwagen. Du zahlst entweder pro Meile oder pro Tag. Also ihr zahlt pro Tag.
Wie viele Meilen du damit fährst, das bleibt dir überlassen. Ihr habt auf eurem Leihwagen keine Kilometerbegrenzung. Du kannst machen, was du willst. Du kannst hier viele Räume bauen und einen Swimmingpool. Wir arbeiten an all diesen Projekten. Sie haben dir einen Leihwagen gegeben. Du kannst überall damit hinfahren. Keine Kilometerbegrenzung. Es ist nicht pro Kilometer, es ist pro Tag. Und dann nimmst du ihn und machst eine Reise. Benutze es für etwas Tolles. Verschwende keinen Tag, weil du hast nicht viele Tage. Verschwende keinen einzigen Tag. Hab eine gute Zeit. Praktiziere viel das Dharma. Und wenn du immer ein bisschen Angst hast, was passiert, nachdem du gestorben bist? Und dann wirst du automatisch die Frage stellen, wer kann mir helfen, wer kann mich beschützen? Und das ist das nächste Thema, das nennen wir Zuflucht. Wer kann mir helfen? Es gibt zwei Teile bei der buddhistischen Praxis der Zuflucht. Ich habe das tolle Bild gefunden. Chiki, ich habe ein ganz tolles Bild von mir und meinen drei Brüdern gefunden und meiner Mutter, als wir noch ganz, ganz jung waren. Kannst du es Adam geben, bitte? Ich mag's. Es gibt eine grundlegende Dynamik zwischen vier Brüdern und ihrer Mutter. Wir kämpften, haben uns immer gestritten. Wir haben ohne Pause gestritten. Vier Jungs, kein Mädel. Wir haben echt wie verrückt gekämpft. Manchmal hat auch ein Bruder den anderen echt richtig geschlagen. Das letzte Mal, als ich mit meinem Bruder gestritten habe, haben wir die Stühle aneinander kaputt geschlagen. Ich glaube, wir waren 15 und dann haben wir die Hände geschüttelt und haben gesagt, jetzt sollte man, glaube ich, aufhören. Und dann haben wir uns nie mehr geschlagen. Wenn dein Bruder dich schlägt, dann hast du Schmerzen, dann hast du Angst. Du hast Angst davor, dass er dich verletzt und du rennst zu deiner Mutter und du hältst deine Mom. Er hat mich geschlagen, er hat mich geschlagen. Du erzählst dir nicht, was du getan hast. Er hat mich geschlagen. Buddhistische Zuflucht ist genau das Gleiche. Es gibt immer zwei Ursachen für die Zuflucht. Du musst Angst haben. Oh, es wird etwas Schlechtes geschehen. Auf dem Weg zurück nach Tucson könnte ich ein Hund werden. Ich könnte in den Höllen wiedergeboren werden, bevor ich das Ding treffe. Was ist das Ding? Kennt ihr es? Egal. Bevor ich Tucson erreiche, könnte ich ein Dog sein. Das sollte dich nervös machen. Was ist der zweite? Du hast eine Mama. Mama, hilf. Du glaubst, dass dir jemand helfen kann. Wenn ein Feuer ausbricht, dann rufst du die Feuerwehr. Wenn du einen Gesundheitsnotfall hast, dann rufst du die Ambulanz. Wenn jemand einen Businessvertrag bricht, dann gehst du zum Anwalt. Aber im Dharma gehst du zu Buddha. Das sind die zwei Teile der Zuflucht und wir verbringen viel Zeit damit und das machen wir in Thailand. Also diese zwei Teile besprechen wir in Thailand. Wann sind wir in Thailand? Im Dezember.
Ich habe das Bild erst gefunden. Ich bin rechts. Jeden Tag für 2 Minuten haben wir aufgehört, uns zu streiten. Das ist die Dynamik. Du hast ein Problem und dann rennst du zur Mama und sagst, Mama, hilf mir. Das ist im Buddhismus auch so. Meine Mutter hatte 4 Kinder und sie hatte später auch keinen Mann mehr und sie war sehr schön und sehr geduldig. Sie war eine ganz toller Mensch. Wer kann dir helfen? Wer ist deine Mama, wenn du versuchst, aus den 3 niederen Bereichen dich rauszuhalten? Die drei Juwelen und dein Lama. Wie kannst du gut Zuflucht nehmen? Du musst Karma verstehen, du musst Samen verstehen. Du musst die Samen verstehen. Das studieren wir jetzt. Lerne, was du tun solltest und lerne, was du aufgeben solltest. Alle 2 Jahre erreichen wir ein neues Thema. Ich bin froh, dass euch sagen zu können, ihr habt das 3-Tages-Retreat überlebt und wir haben ein neues Thema erreicht. Und das ist echt eine große Sache. Ich habe die 3 niederen Bereiche fertig gemacht. Ich habe den Tod fertig gemacht. Jetzt geht es darum, wie wir einen höheren Bereich erreichen oder drin bleiben können. Ich glaube, für das nächste Jahr, glaube ich, studieren wir, wie wir in den höheren Bereichen bleiben können. Ich glaube, dass die meisten von uns aus finanziellen Gründen nicht zu jedem Lamrim fahren können, weil sonst werdet ihr scheiden. Oder ja, wenn er jedes Mal kommt, dann werdet ihr einer von diesen Dharma-Dudeln. Wenn ihr Geld habt und eine Art und Weise, wie ihr jedes Mal kommt, ist das toll. Aber ihr müsst euer Leben und euer Dharma ausbalancieren. Du kannst nicht zu deiner Familie sagen, ich bin in 8 Jahren wieder zurück. Du musst es gut ausbalancieren. Du brauchst eine glückliche Familie. Du brauchst irgendeine Art und Weise, wie du deine Rechnungen bezahlst. Du solltest nicht andere Leute anpumpen. Du solltest dein eigenes Einkommen haben. Und das ist echt anstrengend. Wenn du dich entscheiden musst, ob du arbeiten sollst oder ob du zum Lamrim gehst. Und du musst wirklich mit Weisheit diese beiden Dinge ausbalancieren. Du solltest deinen Job nicht kündigen. Aber wenn du das Dharma nicht hörst, wirst du in der Hölle wiedergeboren. Also balanciere es aus. All diese Klassen all diese Klasse veröffentlichen wir im Internet auf der Knowledge Base. Du kannst sie dir immer und immer wieder anhören. Die Leute hören sich das an, wenn sie zur Arbeit fahren. Oder manche hören es auch, während sie arbeiten. Du kannst also Dharma und Geld gleichzeitig haben. Ja, ich mache jetzt nur Spaß. Wenn du arbeitest, solltest du arbeiten. Also du kannst sie dir immer anhören, die du verpasst hast. Dann kannst du auf die Knowledge Base gehen und sie dir umsonst runterladen. Und jetzt haben wir auch die chinesische Übersetzung. Also balancier dein Leben aus, wenn du nur Dharma machst. Dann wirst du aufhören. Nach einer Weile hörst du auf. Wenn du nur Geschäfte machst, dann wirst du sterben. Also balancier es aus. Ihr müsst schlau sein.
du hast Verpflichtungen gegenüber deiner Familie, wenn du verheiratet bist und Kinder hast. Du musst deine Versprechen einhalten. Es gibt zwei Teile. Es gibt zwei Arten und Weisen, wie man in den höheren Bereichen bleiben kann. Und in dem wir sind, das ist einer der höheren. Der erste Teil ist, lerne, wie man Zuflucht nimmt. Das heißt, wie bekommst du die Versicherungspolice, dass du nach deinem Tod nicht schlechter werden. Wer kann dir das garantieren? Und dann kannst du glücklich sein und dich entspannen. Selbst wenn dich der LKW umfährt, dann tut's weh und dann weißt du, wo du hingehst, du weißt, wo deine Lehrer sein werden. Ich bin glücklich. Das ist keine große Sache. Ich weiß. Ich weiß, wohin ich gehe und ich weiß, wer meine Lehrer sein werden. Das sind die zwei schönsten Dinge von der Versicherungspolice. Und dann kannst du dich entspannen. Und nur ein Arya kann wirklich entspannt sein. Die können sich Musik anhören. Die müssen sich nicht darum sorgen, wenn sie in der Mitte von James Brown sterben. Und dann müssen wir aber auch Samen studieren, wie man gute Samen pflanzt. Was sind die Gesetze des Karmas? Solche Dinge. Diese zwei Themen starten wir. Wie nimmt man Zuflucht? Ich mag das Englische nicht. Manchmal bin ich nicht zufrieden mit dem englischen Ausdruck. Wir sagen nicht Zuflucht nehmen, sondern ich gehe lieber mit den Rolling Stones, give me shelter, gib mir Schutz. Also wie man den Schutz findet. Wir hören in 5 Minuten auf und machen Pause. Dieses Thema hat 5 Unterpunkte. Nummer 1. Warum willst du Schutz? Nummer 2. Wer kann dich beschützen? Im Januar öffnen wir eine Universität. Wir hoffen, dass wir die Website heute Nacht online schalten können und dann könnt ihr euch fürs Lehrertraining bewerben. Es ist eine kleine Universität, ein bisschen kleiner wie ein McDonald's. Wir haben kein Geld. Aber die Themen, die wir unterrichten, sind wichtiger als jedes andere Thema in den Universitäten dieser Welt. Wer kann dir helfen mit den wichtigen Themen des Lebens, wie Tod? Und wenn dich jemand fragt, was ist dein Abschluss, dann sagst du Tod. Das wird noch merkwürdig werden. Was sagen wir? Nummer 3. Wann weißt du, dass du deine Versicherungspolice erhalten hast? Wie sieht's aus? Garantiert. Du bist sicher. Du bist auf der sicheren Seite. Du gehst nie wieder in die niederen Bereiche. Wie guckt das aus? Wie weißt du, dass du sie bekommen hast? Nummer 4. Wie cool ist es, eine Versicherungspolice zu haben? Was sind die
Was ist das Tolle dran, eine Versicherungspolice zu haben? Nummer 5. Es gibt ein paar traditionelle Anweisungen über Zuflucht, und das sind Anweisungen von Herz zu Herz, wie man den Schutz bekommt. Also der erste Teil ist, warum wir Schutz suchen. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Ob oder ob du keine gute Dharma-Versicherungspolice bekommst, ob das hängt davon ab, ob du die richtigen Gründe gepflanzt hast. Zwei Gründe gibt es dafür. Er zitiert jetzt. Das ist ein Frage- und Antwort-Zitat, die einige Schüler zum Kappa gestellt haben. Es heißt Lobsangslied oder so ähnlich. Es sind Fragen und Antworten. Nach 600 Jahren haben sie die Fragen und Antworten niedergeschrieben. Also der Lehrer meines Lehrers ist Trichang Rinpoche. Und auch die Frage meines Lehrers ist in dem Buch von Trichang Rinpoche. Du bist der allwissende Buddha. Ich mag das Wort allwissend nicht, weil wir es in Englisch nie benutzen. Wir sagen da Besserwisser dazu. Buddha ist der Besserwisser. Wirklich wörtlich gemeint. Du hast gesagt, Buddha, du hast gesagt, das ist ein Gedicht von Tsongkhapa, du hast gesagt, die Essenz der Schutzes hat zwei Teile. Nummer eins ist, du solltest vor etwas Angst haben. Nummer zwei, und du solltest verstehen, dass die drei Juwelen dir helfen können. Und darüber sprechen wir heute mehr in den Debattierklassen über die drei Juwelen. Das ist, was du, Herr Besserwisser, gesagt hast, was die Essenz des Schutzes ist. Du musst vor etwas Angst haben und du musst sehen, dass dir etwas helfen kann. Das ist wie wenn du zu deiner Mutter gehst. Entschuldigung, ich habe den falschen Autor genannt. Es war nicht Tsongkhapa, es war noch ein anderer Lobsang. Es war Lobsang Chickles in der erste Panchen Lama, ein anderer Lobsang. Ja, es ist vom ersten Panchen Lama. Du musst Angst haben vor den drei niederen Bereichen. Und später muss deine Angst subtiler werden. Was heißt das? Auch das menschliche Leben macht Angst, ist angsteinflößend. In dem Moment, wo du Fleisch und Blut hast, hast du Probleme. Da gibt es kein Happy End, keinen guten Ausgang. Später
wird deine Zuflucht subtiler und dann wirst du auch das in Licht verwandeln werden. Und wenn du es in Licht verwandelt hast, kannst du immer noch den Menschen Hände schütteln und auch andere Dinge tun. Es ist solide, aber sehr schön. Außerdem, dann kannst, wenn du ein Buddha wirst, kannst du auch all deine ehemaligen Verwandten und Freunde treffen. Angst zu haben und dich den drei Juwelen hinzugeben, jemand, der dich beschützen können. Das sind die zwei Teile von Zuflucht. Nongel, Adam, heißt, dich hinzugeben. Das, die Lama Chupa, die Darbringung für die Lamas, die berühmteste Zeile, jemand kann mir die Seite heraussuchen aus den drei Kostbarkeiten, wo du bist mein Lama, du bist mein Schutz, du bist meine Zuflucht, du bist mein Gott, du bist alles für mich, hier bin ich, kümmere dich um mich, in diesem Leben und in allen zukünftigen, selbst nachdem ich gestorben bin. Und das ist ein ganz, ganz berühmter Vers in den Klostern. Ich habe Michael darum gebeten, sich um Mr. Wu zu kümmern, wenn er um Montag geht. Und das, im Kloster sagst du nur Kimi Lama, du kümmerst dich. Es ist ein Witz im Kloster, dann zitierst du die Lama Chupa. Alles liegt auf deinen Schultern. Ich gehe jetzt mal Urlaub machen. Und es heißt nur, ich vertraue dir. Ich lege alles in deine Hände. Du kümmerst dich. Und ich glaube, wir müssen jetzt aufhören. Das sind die beiden Gründe. Vielleicht machen wir heute noch